Und noch ist sie nicht vorbei. Und ich habe hier fünf junge Österreicherinnen und Österreicher offensichtlich. Für euch haben wir es gemacht und für euch machen wir das. Wir sind jetzt
Es ist möglich, als die Botschaft des heutigen Abends, dann ist das so ein kraftvolles Signal, dass man sich es kraftvoller nicht vorstellen kann. Es gibt über 900 Parteien in Österreich. Die haben es alle versucht in den letzten Jahrzehnten, alle. Sie sind alle gescheitert. Es gibt keine einzige Bewegung und Partei, die aus der Mitte des Volkes kommt, die es im ersten Anlauf geschafft hat. NEOS ist ein Jahrhundertprojekt! Wenn wir sagen, wir haben das geschafft, das 68 Jahre niemand geschafft hat, dann soll irgendjemand herkommen, irgendjemand, und sagen, nein, wir bringen nichts weiter in der Bildung. Nein, wir bringen nichts weiter bei den Sozialsystemen. Wir können die nicht enkelfit machen. Geht nicht, gibt's nicht mehr, weil wir haben bewiesen, ja, es geht. Guten Abend. Ja, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen wollen. Hans-Peter Hafensteiner und vermutlich auch mit unerheblichen Finanzmitteln bekommen. Wer hat denn nun diese Wahl gewonnen? Er oder Sie? NEOS, eine völlig neue Kraft, neuem Stil, neue Köpfe. Wir sind 6000 Leute jetzt vor Turnier und ich freue mich, dass ich da im ORF bin. Ich habe ja vermisst, dass der ORF uns auch in die Wand gestellt hat. Und ich habe heute unsere kleine Ferne aus Österreich mitgebracht, der so nach mit tausenden von Menschen entwickelt, 150.000 Jahre lang gestanden hat. Und ich würde es gerne wieder mitnehmen, Herr Chap und Herr Heinz Kopf.